Tränen der Rührung bei Philipp Lahm. Der ehemalige Fußballstar hat schon viele Titel gewonnen. Als Ehrenbürger der Stadt München ausgezeichnet zu werden, ist für ihn aber etwas ganz Besonderes. Definitiv, eine ganz besondere Ehre. Ich bin gebürtiger Münchner. Deswegen ist es was Besonderes, von einer Weltstadt, würde ich sagen, geehrt zu werden als Ehrenbürger oder Ehrenbürger zu sein, dann ist eine große Ehrung. Seit dem Jahr 1818 vergibt die Stadt das Ehrenbürgerrecht an Münchner Persönlichkeiten, die mit ihrem Engagement herausragen. 2019 wurden gleich 7 neue Ehrenbürgerinnen und Ehrenbürger ausgezeichnet. Eine Besonderheit auch für die Geehrten. Allein die Tatsache, dass es in 200 Jahren nur 60 Ehrenbürger von München gegeben hat, also wir sind jetzt 7, vorher nur 53, das sagt eigentlich alles aus, oder? Weil er von den Bürgern kommt. Man hat das Gefühl, das ist die Anerkennung für eine bürgerliche Arbeit, was ich ja auch bin. Mit der Überreichung der Urkunde wurden auch Rachel Salamander, Franz Herzog von Bayern, der Schauspielerin Michaela May sowie dem ehemaligen Präsidenten der Handwerkskammer München und Oberbayern Heinrich Traublinger das Ehrenbürgerrecht verliehen. Mit diesen 7 haben wir jetzt insgesamt seit 200 Jahren 60 Ehrenbürgerinnen und Ehrenbürger. Man sieht schon, das ist eine ganz, ganz, ganz besondere Ehre, Ehrenbürger der Stadt zu werden. Und ich glaube, wir haben die richtige Auswahl getroffen. Der Stadtrat würdigt mit dem Ehrenbürgerrecht die beruflichen Leistungen wie auch das bürgerschaftliche Engagement. Die Ehrenbürger 2019 setzen sich mit eigenen Stiftungen und Vereinen für sozial benachteiligte und kranke Menschen, für die Kultur in München und gegen Antisemitismus ein. Ohne München wäre der Verlag nie zu dem geworden, was er heute ist. Ohne München, die Atmosphäre, das hat Hamburg nicht, das Berlin gleich zweimal nicht. Das ist einzigartig, München. Mit der Auszeichnung sind keine besonderen Rechte oder Pflichten verbunden. Die Ehrenbürger wollen ihren neuen Titel aber dennoch sinnvoll nutzen. München ist meine Wurzel. Ich liebe diese Stadt. Ich möchte auch weiter viel für diese Stadt tun, mich über die Parteigrenzen hinweg einsetzen, gegen Missstände, gegen Ungerechtigkeit in der Stadt. Ich bin immer schon ein echter Münchner gewesen, werde es weiterhin bleiben und werde vor allen Dingen alles tun, um diese Auszeichnung auch zur Ehre zu gereichen. Man will ja die Stadt perfekt repräsentieren. Das ist die Aufgabe, eben die Lebensfreude, die Offenheit, auch irgendwo die Tradition zu bewahren, den Mix zu finden über, ich hoffe, noch sehr, sehr viele Jahrzehnte. Das wird eine Aufgabe sein. Die Namen der neuen Ehrenbürger sind bereits auf den Tafeln im alten Rathaus eingetragen. Damit reihen sich die 7 an Berühmtheiten wie den Komponisten Richard Strauss, den früheren Reichskanzler Otto von Bismarck und Oskar von Miller.